Das hier ist Petri, der kleine Pteranodon. Dieser ist leider hier in dem Schlamm stecken geblieben beim Spielen. Und seine Familie musste ihn dann zurücklassen, weil sie ihn nicht befreien konnten. Zum Glück konnten wir uns selber befreien, bevor wir jetzt hier verhungert sind. Aber wir müssen jetzt ganz schnell Futter finden. Und hier raus, weil ich kann aus dem Schlamm nicht abheben. Zoome mich nochmal ganz schnell. Und dann können wir los. Wir müssen jetzt ganz dringend Nahrung finden. Ich schnupper mal eben ein bisschen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir es hinbekommen, weil die Steuerung von dem Pteranodon habe ich schon wieder komplett vergessen gefühlt. Aber riechen kann ich hier gerade gar nichts. Okay, wir müssen hier weg. Wir brauchen ganz dringend Futter. Ich glaube, wir sollten zum Wasser. Also wir sind super hungrig. Wir müssen halt so Wasserblasen finden und dann können wir Fisch fangen. Oder halt irgendwelche anderen Kadaver, die da schon liegen am Ufer. Wir haben jetzt gerade nicht so viel Wahl, weil wir halt schon so hungrig sind. Ich habe halt echt Angst, ins Wasser zu fallen, falls wir sowas finden. Weil da unten sind Krokodile, wie ihr sehen könnt. Und ein Stego ist da auch. Oh, da sind Blubberblasen. Habt ihr es gesehen? Oh, da sind noch mehr. Okay. Geht doch alles schief. Ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei. Hier sind auch die Krokodile am Start. Aber wir müssen es riskieren. Wir haben es geschafft. Oh, sehr gut. Schnell hier hoch. Und erstmal zwischenlanden. Oh, sehr schön. Ich war gerade ganz schön angespannt, weil die ganzen Krokodile da waren. Aber wir haben unseren ersten Fisch gefangen. Und damit ist das Überleben gesichert. Verspeisen wir den mal. Und das ist nicht viel. Also es hält uns nur ganz kurz am Leben. Ich mag aber das Gewässer da unten gar nicht. Also da sind super viele Krokodile drin. Ich glaube, ich werde erstmal versuchen, irgendwo anders hinzufliegen. So ein Kadaver oder so wäre nicht schlecht, wo ein bisschen mehr dran ist. Jetzt nur so ein bisschen Fisch. Guck mal, hier wäre ein Stego. Okay, ich fliege aber weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich werde, glaube ich, mal Richtung Süden den Fluss folgen. Vielleicht finden wir noch mal ein paar Blubberbläschen, wo nicht unbedingt Krokodile sind, weil da unten sind überall Crocs. Das ist so unfassbar gefährlich. Die warten nur darauf, dass ein Pteranodon dann wie ich so tief liegt, damit sie mich snacken können. Das sieht aber schon cool aus hier. Vielleicht überhalb hier bei dem Wasserfall, das ist ganz gut. Ich glaube, die Krokodile kommen hier nicht wirklich hoch. Das wäre, glaube ich, ein sehr anstrengender Weg für die. Hoffe ich einfach mal, dass da jetzt keine sind. Aber wir müssen auch kurz zwischenlanden. Unsere Ausdauer ist nämlich schon wieder weg. Wir sind bei 37% Wachstum. So, die Ausdauer ist wieder voll. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir erstmal nochmal unseren Magen ein bisschen voll kriegen. Die Diäten sind gerade nicht so wichtig. Aber ich habe gesehen, Schildkröten kann man auch verspeisen für eine andere Diät. Oh Gott, ich bin ins Wasser gefallen. Oh Gott. Ja, das kann öfter mal passieren, dass ich irgendwie die falschen Tasten drücke. Bin da einfach nicht so drin. Aber jetzt erstmal würde ich versuchen, nochmal ein bisschen Fisch zu fangen, wenn wir irgendwo so Blubberbläschen sehen. Deswegen immer schön die Augen offen halten. Der Fluss hier sieht interessant aus. Ich versuche einfach mal Richtung Süden zu fliegen, zum Strand.
Oh mein Gott, das ist Jurassic Park hier. Hä, ist das ein Easter Egg? Oh, ups. Okay, voll abgestürzt. Aber das ist doch voll das Easter Egg, oder? Völlig unbeholfen bin ich einfach. Aber guck mal. Der Jurassic Park Wasserfall. Und dann ist hier so der Weg auch, der weggeht. Das ist ja witzig. Ich trinke mal hier. Aber danach müssen wir unbedingt Essen finden. Ah, das sind ja auch Fische vor dem Wasserfall. Seht ihr das? Ich glaube, diese springenden Fische kann man essen, oder? Dann machen wir das doch erstmal. Versuche jetzt mal in diesen Anflug zu gehen. Und dann können wir hier... Ja, abstürzen erstmal. Perfekt. Gerade hat das irgendwie besser geklappt unter Druck. Jetzt gerade bin ich völlig unbeholfen. Und gedrückt halten. Jetzt müssen wir tief fliegen. Und dann rechte Maustaste gedrückt halten. Ne, dann stürze ich ab. Okay, ich darf nicht zu langsam sein. Oh Mann, ey. Komm schon. Wir schaffen das. Das hat nicht geklappt. Oh nein. Jetzt hat's geklappt. Sogar ein großer Fisch. Boah, alle Anfang ist schwer, aber ich lerne gerade daraus, das ist ganz gut. Ist gut, dass wir jetzt hier an so einem sicheren Ort Fehler machen. Und weg damit. Na gut, ich bremse aber ab, sobald der Kopf im Wasser ist, das ist ganz gut. Bin, glaube ich, nicht tief genug, oder? Hat geklappt. Sehr schön. Oh. Dafür die Landung wieder nicht. Ah, das ist egal. Hauptsache, der Magen wird gefüllt. Und wieder abheben. Und direkt Versuch Nummer 3. Wir müssen das üben. Es muss irgendwann einwandfrei funktionieren. Sehr gut. Es wird besser. Einmal kurz landen und fressen. So, jetzt haben wir 2 Diäten voll. Perfekt, die leuchten beide und der Magen ist zur Hälfte gefüllt. Das ist super. Ich trinke jetzt nochmal eben und dann geht's ab an die Küste und dann suchen wir uns, glaube ich, Schildkröte. Ich denke mal, das ist relativ einfach zu finden. Ich höre hier auch die ganze Zeit andere Pteranodons. Also vielleicht könnte ich hier eine Familie finden. Soll ich da mal hinfliegen zu den Sounds? Das kann halt auch mal gefährlich sein, ne? Man weiß nie, wie die drauf sind. Wir müssen jetzt erstmal hier hoch. Also irgendwo ist hier ein anderer. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich nicht alleine bin. Ja, ich glaube, ich fliege jetzt aber erstmal trotzdem Richtung Süden. Wir müssen erstmal den ganzen Berg hier hoch. Oh Gott, das ist mit der Ausdauer gar nicht mal so einfach. Vielleicht sollten wir lieber um den Berg rumfliegen. Weil so im Gleitflug verbraucht man, glaube ich, keine Ausdauer. Aber das scheint hier echt ein interessantes Gebiet zu sein. Also da finden wir bestimmt ein paar Sea Turtles. So ein paar Schildkröten. Das wäre super. Ich fliege jetzt hier mal den Strand entlang. Und dann gucken wir, ob wir was finden.
Oh, hier ist die Grenze. Wir können gar nicht da hinten auf die Insel, so wie es aussieht. Oh, das ist natürlich schlecht. Das mit der Ausdauer einteilen muss ich echt noch lernen. Ich bin da drin nicht gut. Schon wieder leer. Meint ihr, das ist Süßwasser hier? Könnte sein, ne? Aber ich will es gar nicht rausfinden, weil ich bin noch relativ voll. Wir müssen eigentlich hier nochmal einen Zwischenstopp machen. Ganz vorsichtig landen hier. So. Das sieht bei mir immer alles sehr unbeholfen aus und dauert noch länger. Mir fehlt einfach die Spielerfahrung. Falls ihr euch fragt, auf welchem Server ich immer so unterwegs bin, das wurde halt schon öfter in den Kommentaren gefragt, das ist immer sehr zufällig. Also ich nehme halt immer einen Server, der voll ist. Jetzt zum Beispiel bin ich auf einem offiziellen Ivrima-Server. 100 von 100 Spielern. Und wir haben noch 12 Uhr mittags. Also es ist noch sehr, sehr lange hell. Ja, das Fressen sinkt unerbittlich, ne? Wir sind schon wieder noch bei 32%. Aber ich glaube, ich kenne den Ort hier. Hier war ich doch auch letztens. Ist hier vorne nicht diese Süßwasserpfütze? Irgendwie lande ich immer an den gleichen Orten. Aber mir fehlt auch echt die Orientierung hier. Das ist eine Schildkröte auch. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Dann würde ich sagen, landen wir mal hier schnell. Weiß gar nicht, ob wir die killen können. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir die killen können. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Da vorne ist ein anderer Pteranodon. Soll ich mal versuchen, mich anzufreunden? Der hat auch gerade Nahrung. Vielleicht kann der die Schildkröte für mich erlegen. Ja, er schreibt auch, do you need food? Yes. Oh mein Gott. Wird er uns retten? Wir haben einen Freund gefunden. Okay, der kann das anscheinend. Thank you. Oh, jetzt haben wir Futter. Das ist super. Jetzt können wir uns mal ein bisschen vollfressen. Und wir haben unseren ersten Freund gefunden. Ist das nicht schön? Oh Gott. Das hat er hoffentlich nicht gesehen. Dupdidu, ist nichts passiert. Ja, ist auch abgestürzt. Okay, sympathisch. Zwei Anfänger. Finde ich super. Aber der ist jetzt auch nicht viel größer als ich, oder? Vielleicht ganz minimal. Also ich glaube, ich hätte die Schildkröte auch töten können. Aber ich hätte wahrscheinlich richtig zielen müssen. So. Ist aber auch ein Männchen, oder? I follow you? Yes. Flieg jetzt irgendwo hin. Irgendwo random. Ach, guck mal, das ist dieser Spot hier. Oh Gott.
ob er besser landet? Ja, er ist besser gelandet. Aber es war auch nicht so professionell, muss man mal sagen. Ich lande mal kurz hier. Einfach nur, um landen zu üben. Abbremsen. Also an sich ist es nicht schwer. Man muss eigentlich nur abbremsen und dann runterfliegen. Und schon landet man clean. Nur ist es manchmal, wenn es schnell gehen muss, ein bisschen überfordernd mit den Tasten. Ich habe das noch nicht so drin. Ich muss da immer drüber nachdenken, was ich tue. Der kann es auch noch nicht. Wir sind beide rot. Voll cool. Gott, er hat es auch nicht geschafft. Die unbeholfensten Pteranodons der Welt, ist es so schön. Okay, jetzt hat es auch geschafft. Ah, ich bin halt wirklich schlimm. Ich verkacke es immer und immer wieder. Es soll immer schnell gehen und dann verkacke ich es. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Oh Gott. Ah, Katastrophe. Da sind Krokodile, hier müssen wir aufpassen. Hast du das gerade gesehen? Der Kopf ist untergetaucht, als er mich gesehen hat. Kann gut sein, dass sie uns jetzt verfolgen unter Wasser. Weil die halt schon ahnen, dass ich fischen will. Ich weiß leider nicht mehr, wo unser Mate ist. Ich glaube, den haben wir verloren. So ein Mist. Wo ist der hin? Da ist er. Ach, Gott sei Dank. Dann würde ich mal ganz kurz landen. Hier auf dem Hügel und auf ihn warten. Ich muss echt aufpassen, dass ich ihm nicht aus der Range fliege, dass er meinen Namen nicht mehr sieht. Da, das ist die Wiese, wo ich im letzten Video mit den Gullies war, ne? Hier auf dem Felsen haben wir gechillt. Wie gut man die Orte einfach wiedererkennt. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal so ein Gefühl dafür, für die Map. Oh. Einfach Raptoren. Oder was war das? Sind das Raptoren, Kleine? Hier mal Food da, aber... Na, ich will eigentlich Fische haben für die Diät. Deswegen fliege ich mal hier noch das Gewässer weiter entlang. Es wird leider schon so langsam dämmerig, also Nacht. Deswegen wäre es gut, wenn ich nochmal Essen, Trinken auffülle und dann kann ich ein bisschen chillen. Aber guck mal, hier gibt es auch Fische, die springen, das ist gut. Das heißt, ich werde jetzt nochmal versuchen zu angeln. Schön langsam anfliegen mit einem großen Bogen. Jetzt da, wo die Fische springen. Ich höre leider Krokodile. Wir haben Fisch. Sehr gut. Und einmal landen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal einmal diesen Balken hier wieder aufgefüllt mit der Diät. Oh, wir sind auch schon fast ausgewachsen, sehe ich gerade. Es geht ja voll schnell. Bevor die Sonne untergeht, weil im Dunkeln schaffe ich das, glaube ich, nicht. Oh. Habt ihr das gehört? Der hat gerade irgendein Krokodilmaul nach uns geschnappt, glaube ich. Sollten wir das lieber lassen? Ich will eigentlich bei Nacht jetzt nicht so krass viel... rumwandern. Hier sind auch noch weitere Fische. Soll ich noch einen mitnehmen? Das wäre doch eine Idee. Wir fangen die Fische, die da gerade noch springen. Und dann suchen wir uns eine Klippe, wo wir die Nacht verbringen. Ob jetzt unser Mate mitkommt oder nicht, das ist dann halt so. Das ist egal.
Es ist leider immer noch mitten in der Nacht, aber wir müssen dringend was trinken gehen. Mittlerweile sind wir auch schon zu 100% ausgewachsen. 1.44 Uhr erst. Naja, wollen wir mal. Unser Mate ist, glaube ich, auch nicht mehr am Start. Ich war halt jetzt auch echt AFK. Das Gewässer hier ist aber super gefährlich. Hier liegen halt auch einfach Krokodile rum. Ich glaube, ich sollte woanders hinfliegen, sage ich euch ehrlich. Ich werde mal gucken, dass ich hier eine gute Stelle vielleicht finde, wo ein Baum oder so mich ein bisschen schützt. Also irgendwie so ein dickerer Baum am Wasser. Oder am Ufer, eher gesagt. Wäre nicht schlecht. Aber wenn sie jetzt ein bisschen weiter abseits... Glaube ich zumindest. Also ich hoffe einfach mal, dass es hier besser ist. Aber diese Krokodile sind gefühlt überall. Also keine Ahnung, die Gefahr besteht halt immer. Ja, wir kriegen halt schon Schaden. Also wir müssen jetzt was trinken. Ich werde mal hier am Wasserfall trinken. Hinterm Baum. Das sieht ganz gut aus. Hier sind auch viele Fische. Hier könnten wir auch gleich fressen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich nicht weggesnackt werde. So, Fisch Nummer 1. Und landen. So, jetzt sind wir aber ready. 83,99, das ist super. Und jetzt würde ich halt Richtung Küste fliegen. Also ich fliege mal hoch, weil ich so krass viel Ausdauer. Oh, ich sehe gar keine Küste irgendwo. Ich glaube, ich fliege zu den Felsen da vorne. Oh, guck mal. Oh mein Gott. Ich habe gerade ein Flashback. Das ist doch die Stelle, wo wir in der letzten Folge gestorben sind, oder? Witzig, dass man die Orte und so wiedererkennt. Schnell hier weg, ich will hier nicht nochmal sterben. Ah, die Sonne geht endlich auf. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt Richtung Strand. Ich werde jetzt südlich fliegen die ganze Zeit, dann werden wir zum Strand kommen. Einfach erstmal schön hoch. Meinetwegen, bis die Ausdauer weg ist und dann nur noch gleiten. Oh, da unten sind, glaube ich, Schildkröten, oder? Ja, das sieht gut aus. Wir brauchen kaum noch Ausdauer. Das heißt, hier machen wir mal eben einen Zwischenstopp. Essen, ausruhen und dann geht es schon wieder auf die Süßwassertrinke. Trinke, Suche. Ja, wie killt man die jetzt? Eigentlich im Kopf, ne? Wie macht man das denn? Probier mal den hier. Krieg die nicht gekillt? Ich bin zu blöd. Oder muss ich jetzt hier echt Q gedrückt halten? Ne, es ist die Fußspur von der... Ja, jetzt habe ich sie gekillt. Okay. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Jetzt können wir uns auf jeden Fall wieder vollfuttern. Zumindest, dass die eine Diät wieder leuchtet. Ja, dann sind wir, glaube ich, fein.
Was kommt da denn? Was ist das? Ich bin freundlich. Ihr könnt essen. Ich habe hier Fleisch für euch. Kommt her. Traut euch. Ja, komm, geh. Na los. Haben Sie denn? Ich geh nochmal weiter weg. Vielleicht trauen sie sich dann. Wollen aber irgendwie nicht fressen, ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, was die mir sagen wollen. Egal, gehen wir weiter. Aber wir nehmen noch mal so ein Stück mit, würde ich sagen. So, und dann ab dafür. Tschüss, Jungs. Schade, dass wir keine Freunde geworden sind. Wie der Lappen hier fliegt. Geil. Das ist ein Raptor, oder? Warte mal. Wie cool. Das ist ein Galli. Also wir wollen ja hauptsächlich andere Pteranodons finden. Und ich denke irgendwie, dass es da hinten am meisten Sinn macht, wo so viel los ist. Weil da scheinen sich ja alle zu treffen. Also warum sollen wir da nicht suchen? Glaube ich, das Sinnvollste. Angeln ist halt hier nur ein bisschen blöd. Weil irgendwann brauchen wir halt wieder Fisch. Aber ja, man muss auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Oder wir erlegen halt sowas wie ein Galli. Ich weiß halt nicht, ob das geht mit dem Pteranodon. Krokodile und Stegos überall. Meint ihr, ich kann mich mit den Stegos anfreunden und dann das Krokodil verspeisen, was da liegt? Guck mal, die Kleinen dürfen da auch essen. Ich glaube, ich bin willkommen. Sieht ganz gut aus. Voll die coolen Farben haben die Stegos. War doch gerade irgendwo Food. Muss man eben direkt da landen, sonst sehe ich es nicht. Man sieht es irgendwie nur von oben. Da ist es. Meint, das ist cool, wenn ich da hingehe? Ich mach nix. Ich habe wieder eine Familie gefunden. Aber Pflanzenfresser. Immer die netten Stego-Spieler. Die besten. Und weiter geht's.
Hier hat doch die Folge angefangen, oder? Als kleiner, süßer Pteranodon. Und dann würde ich sagen, landen wir hier mal. Und es muss ja nicht jede Folge mit dem Tod enden. Weil ich spiele jetzt schon eine ganze Weile, die Nacht kommt bald auch wieder. Und dann würde ich sagen, hat dieser Pteranodon es geschafft. Erfolgreich erwachsen geworden. Und er hat überlebt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann suhlt er sich noch heute. Nee, keine Ahnung, wie geht das? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch eine Menge Spaß gemacht. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich weiß, dass ich mehr von The Isle machen kann und dass euch das gefällt. Bei mir macht das momentan richtig viel Spaß, das Spiel zu spielen. Und ich finde es auch cool, dass wir jetzt einfach mal überlebt haben und dass wir genau an der Stelle sind, wo alles losging. Ja, ein Kommentar wird mir auch sehr helfen. Gerade Tipps und sowas kann ich immer gebrauchen zu dem Spiel. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Oh. Oops.